Der ist auch voll. Der ist auch voll. Gut. Ja, jetzt macht er eigentlich immer den Fehler, ne? Ja, wenn du jetzt eigentlich Gas gibst. Willkommen, meine Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht ja weiter mit unserem Rallye-Taxi. Da haben wir ja ein Problem aktuell, dass wir viel Geld reinstecken. Das ist das Problem. Nein, wir haben natürlich ein Problem, der zieht nicht. Wir haben ja letzten Mal Turbo gewechselt, dann die Düsen und so weiter und so fort. Bevor wir aber weitermachen, Ladedrucksensor habe ich erneuert. Pedal, was viele, auch ihr da draußen geschrieben habt, habe ich erneuert, schon lange. Der war auch kaputt. Luftmassenmesser haben wir auch auf Verdacht, habe ich mir auch eins geholt, dran gemacht, war auch nicht das Problem. Ich bin der Meinung, es ist der Wandler. Wir haben irgendwas am Getriebe. Es kann auch sein, dass es ein Ventil ist. Ich habe mir einen Wandler besorgt, einen General überholten. So sieht das Ganze aus. Und das werden wir heute einbauen. Und wenn wir das Problem weiterhin haben sollen, werden wir so fahren. Es kann nichts anderes sein, weil dann weiß ich nicht. Dann bin ich auch am Ende mit meinen Lateinen und dann... Hier ist das Getriebe. Das werden wir jetzt komplett ausbauen. Hier sind die Schrauben für den Wandler. Die werden wir natürlich als erstes ausbauen. Die Batterie ist schon abgeklemmt. Ja, dann bauen wir das ganze schöne Ding aus. Ivo? Einmal Öl abfangen. Öl haben wir auch mal raus. Wir werden auch später auch einen neuen Filter einbauen. Ja, das ist schon geil, so ein Wandler. Wer weiß. Ich sage euch, wenn wir den Fehler danach behoben haben, dann können wir diesen alten Wandler mal aufschneiden. Dann kann ich euch mal so ein bisschen was zeigen, wie das von innen aussieht. Ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nie gesehen. Ich kenne es auch nur von Grafiken. Ja, ja, Öl. Getriebeöl natürlich. Warum soll man normales Öl wechseln? So, der soll auf jeden Fall general überholt sein. So ein Wandler ist sehr, sehr teuer. Kann ich euch nicht sagen. Hier steht auch 2019, 2018. Wandler kommt immer am besten mit Getriebe komplett raus. Also das will ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil ihr könnt die Ölpumpe natürlich kaputt machen. Ja, das sieht gut aus. Das ist eine schöne, gesunde Farbe. Der ist schön. Schön rot. Super. Dann sieht man auch, wenn es frisch ist. Riecht es noch? Nee, das riecht nach gar nichts. Sehr schön. Ja, Leitung ab, Masse ab, Stecker ab. Hier sind die Wandlerschrauben hier drin. Die machen wir ab. Auspuffanlage brauchen wir nicht ab. Kardanwelle kommt ab. Also es ist sehr viel, was wir abmachen müssen fürs Getriebe. Ist nicht so eben gemacht. Ja, ich sag dir schon, mach, mach, mach. Okay, jetzt langsamer, jetzt langsamer. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Super, super, so lassen wir. Da, die Schrauben, die lösen wir jetzt einmal. Und da haben wir dann insgesamt 6 Stück. Also 2 da, 2 da und 2 da. Das ist solche. Die lösen wir jetzt. Schön. Super. Tja, kein Drehmoment. Ja, das ist meine Teleskopstange hier. Robert wieder fertig gemacht hat. So, Getriebe haben wir ab. Super. Super. Hier ist der Wandler. Okay. Boah, Wandler ist Hammer, ist. Hammer. Der ist auch voll. Der ist auch voll. Gut. Boah, ist der heiß. Ist das normal? Hey, ich habe doch gar nicht gefahren. Und wir haben ja ungefähr eine Stunde gebraucht. Also das ist richtig heiß. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie heiß, aber sehr heiß. Dafür, dass er jetzt eine Stunde gestanden hat, ist ja noch richtig heiß. Ja. So, wir lassen ihn auf jeden Fall mal austropfen. Diese Dichtung erneuern wir und dann machen wir den Wandler rein. Der Wandler ist drin. Der muss richtig einrasten. Wenn er das nicht macht, dann habt ihr folgendes Problem. Dass diese Schrauben nicht passen. Bauen wir den auch schnell wieder ein. Das ist auch schön, ne, Eva? Den bauen wir mal ein. So, Getriebe haben wir schon mal eingebaut. Schneller als erwartet. Ob das gut ist,
Am Ende weiß ich nicht. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann muss er sich hier bewegen. Dann haben wir alles richtig gemacht. So, Loctite, alle Schrauben jetzt drauf. Wir ziehen die fest. Dann machen wir Öl drauf und dann wissen wir mehr. 5 Liter ist drin. Wandler war ja voll. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir noch reinmachen müssen. So, bei 80 Grad kontrollieren wir das Ganze noch. Ne? Irish müsste jeden Augenblick kommen und Irish weiß nicht, dass wir den Wandler getauscht haben. Das heißt, ich werde sagen, ich habe einen anderen Fehler gehabt. Wir gucken, ob es besser geworden ist und dann werden wir fahren. Und dann schauen wir mal, ob er erstmal keine Geräusche mehr macht. Auch sehr wichtig, ob er gut schaltet und ob unser Problem weg ist. Weil ich habe den Wandler general überholt gekauft, aber man weiß ja nie. Mal schauen. Aber ich muss sagen, der macht mir jetzt schon einen besseren Eindruck, wenn ich schalte. Heißt aber nichts, Leute. Wie gesagt, das heißt nichts. Kann mir das auch nur einbilden oder schönreden. Alles ist möglich. Ich kontrolliere das Öl und dann ist Eidosch da und dann fahren wir ganz kurze Probefahrt. Ne, lass nur einmal nochmal fahren. Ich will nur einmal was gucken, bevor wir was machen. Wandler ist noch nicht gekommen, ne? Ja, aber wer soll ja kommen, oder? Jetzt ja. Heute oder spätestens ja. Morgen. Du hast jetzt irgendwas gemacht und wir gucken jetzt, ob es da ja. Reinliegt. Ja, okay. Also einen Fehler gefunden gehabt. Mhm. Schauen, ob es da rein liegt oder nicht. Alles klar. Auch wieder Autobahntest? Ja. Jetzt macht er eigentlich immer den Fehler, ne? Ja, wenn du jetzt eigentlich Gas gibst. Oh, der gibt Gas an, Eidosch. Ja. Ist jetzt kein Fehler. Nee, bisher nicht, ne? Ist jetzt kein Fehler, oh mein Gott. Okay. So, abgebremst, wieder extra. Ja, der kommt. Der kickt auch, macht er auch. Okay. Okay, 100. Okay. 120. Yeah. Echt jetzt? Ja. Wir haben den Wandler getauscht. Was? Ja. Warum verarscht du mich? Echt? Und ich habe nur ein Ticket zu viel Öl drin, aber sonst ist es gut. Oh mein Gott, ist das der Wandler? Es war der Wandler. Juhu. Ey, merkst du nicht, wie ruhig der auch geworden ist? Was? Mich hat das irritiert mit diesem Öl. Ja, weil der jetzt gerade so gerutscht hat. Ja, das Problem ist, Eilish muss gleich weg. Und dann habe ich gesagt, ich musste unbedingt, weil Eilish sehe ich dann heute. Du hast mich voll verarscht wieder mal. Das machst du immer. Du hast auch noch so schlechte Laune gezeigt die ganze Zeit. Ne, wir haben sofort. Also, Wandler, ich freue mich voll. Lass doch einmal noch eine Probefahrt. Ja, mach noch einmal bitte hier raus und dann. Aber hast du gesehen, hat nichts gemacht. Nein, nicht einmal. Ich wollte jetzt ich auch nicht. Ich habe schon gewartet, es kommt bestimmt genau. Wieder. Es kommt jetzt. Ich habe jetzt extra auch nicht gedrückt, bisschen, weil wir haben jetzt zu viel Öl drin. Ja, mach das auch nicht. Ich will jetzt den Wandler nicht kaputt machen. Nee, hör auf. Aber ich höre das schon, das ist viel, viel besser geworden. Willst du es überhaupt noch mal? Ja, klar. 60, guck mal, wie er den Gas so natürlich annimmt. Hier hat er schon abgemusst. Guck mal hier, 60, wir steuern ganz langsam. Jetzt machen wir ein bisschen Kickdown. Kickdown nimmt er auch. Keine Probleme. Oh mein Gott, endlich der keine Fehler Probleme. Ich bin so glücklich. Jetzt können die Berge kommen. Ja, guck super. Mal, 130. Ey, super, ich freue mich voll. Ah, ist das schön, endlich. Weißt du, das ist so, gibt einem so Sicherheit. Ja. Du weißt, du bist super. Unterwegs, du wirst eine lange Strecke fahren und das Ding lässt dich nicht im Stich. Ja. Und so ist das super. Ich beschleunige noch nicht. Nein, mach auch nicht. Jetzt beschleunige ich ein bisschen. Oh, der kommt sofort. Also, und hier hatten wir schon das Problem meistens. Ja, hier, genau, 60. Jetzt beschleunige mal ein bisschen. Guck mal, sofort der Gas an. Wir dürfen nicht vergessen, 136 PS. Ne? Ist natürlich jetzt nicht der schnellste, aber. Aber guck mal, der macht. Der macht sein Ding, ja? Guck mal, schaltet jetzt. Wir haben 100, machen wir jetzt noch mal ein bisschen Gas. Kommt ja so langsam, sehr ne? Sehr schön. Das hatten wir nicht das Gefühl vorher. Ja. Geil. Super, nochmal eine abgehackte Sache, ja? Juhu. So, jetzt kann die Inspektion kommen und hier Auto sauber machen. Auto sauber machen, Inspektion. Klimagas nachfüllen. Ja. Aufschneiden, ja. Reinschauen. Das wird auch sehr, sehr interessant. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß es natürlich, ne? Vom Bildlichen weiß ich alles, aber so vor mir habe ich das noch nie gesehen. Deswegen, wir haben jetzt einen da. Ich verzichte voll auf den Pfand und es ist nicht wenig. Egal. Echt? Ja. Wie viel? Egal. Es ist für mich gerade viel wichtiger, wie sieht es innen aus? Das will ich wissen. Vielleicht erkennt man ja nichts. Mhm. Oder doch? Es muss ja was haben.
Das Ding ist kaputt. Ja, aber ich... Na gut, komm, wir schneiden das gleich auf, okay? Ja. Bis gleich dann. Bis gleich. Oder wolltest du noch was sagen? Nein. Es funktioniert, wollte ich sagen. Juhu! Ja, diese einzelnen Lager da drin. Ups, ja, ja, aufpassen. Ja. Guck dir an, wie viele Späne hier sind, ne? Wahnsinn. Das ist schon heftig. Das ist ja richtig hier schon länger drin. Und das ist auch länger drin, das sieht man ja auch, ne? Das sieht man. Das kann jetzt nicht vom Aufschneiden auf jeden Fall. Nein, also natürlich auch ein bisschen kann es sein, aber. Weil der ist eigentlich so simpel gebaut. Deswegen versuche ich euch das jetzt mal zu erklären, so dass das ein Neunjähriger versteht. Ein Wandler besteht aus vier Teilen. Wir haben einmal unseren Pumpenrad, dann haben wir hier drin unsere Turbinenrad. Ist eigentlich das gleiche wie der Pumpenrad. Dann haben wir unseren Leitrad, der eigentlich hier drauf ist. Ja, am besten ohne Geräusche. Und hier drunter, unter diesem Turbinenrad, haben wir noch die Kupplung. Die ist immer in Öl gelagert, das Ganze. Sobald du den Motor startest und der dreht ja, Zentrifugalkraft nennt sich das, das Öl aus der Mitte nach außen gedrückt. Fällt was anderes ein, gerade, ich muss dich unterbrechen, aber so ein Salatschleuder. Du wäschst ja Salat, machst es ja rein, Deckel zu, drehst das so lange, damit das ganze Wasser nach außen kommt. Ja. Irgendwie ist es ja sowas wahrscheinlich, ja, oder? So würden das die Frauen erklären. Ist auch ein Wandler drin. So, das ganze Öl wird nach außen gedrückt. Das Turbinenrad hat ja andere Schaufeln. Also genau das gleiche wie unserem Pumpenrad, umgekehrt. Und was macht das dann, wenn es umgekehrt ist? Genau. Fängt das auf? Der fängt das auf von außen und gibt den nach innen wieder zurück. Und dann haben wir wieder hier nach innen Öl und der macht den wieder nach außen. Und der fängt das wieder auf? Und der fängt das wieder auf. Da haben wir einen geschlossenen Ölkreislauf. Aber noch haben wir keinen Drehmoment. Um den Drehmoment zu haben, haben wir unseren Leitrad. So, unser Leitrad macht Folgendes. Das Öl, was hier unser Turbinenrad auffängt und nach innen drückt, jetzt entsteht hier ein Stau, kann man so sagen. Und dieser Turbinenrad dreht sich mit. So haben wir unser Drehmoment. So ein Wandler hat drei Phasen. Erste Phase, du bist an der Ampel, nur unser Pumpenrad, die dreht sich die ganze Zeit. Ne? Aber das andere noch nicht? Das andere noch nicht. Okay. Lässt du die Bremse los, du willst anfahren. Was passiert? Jetzt dreht sich das Gegenstück, jetzt dreht sich der Turbinenrad mit dem Leitrad. Mhm. Und so kannst du dann losfahren. Das war die zweite Phase. Mhm. Und dritte Phase ist, richtig auf Drehzahl bist. Mhm. Dann passiert Folgendes. Das Pumpenrad, das dreht sich ja immer so, wie der Motor sich dreht. Weil das ist ja ein Teil, Eidosch. Mhm. Der ist ja fest geschweißt. Der dreht sich so, wie der Motor sich dreht. Ja. Das Turbinenrad dreht sich ja nicht so schnell. Ja. Am Anfang. Dreht sich langsamer. Aber bei voller Geschwindigkeit dreht sich das Turbinenrad mit dem Pumpenrad genauso schnell. Haben wir noch unsere Kupplung hier drunter. Bei einer hohen Geschwindigkeit, genau das, wo wir ein Problem hatten, wo er nicht mehr gezogen hat, dann schaltet sich die Kupplung mit ein, dass die Kupplung dann packt und dann wird es eine Einheit. Das heißt, alles dreht sich genauso schnell. Und deswegen hatten wir das Problem bei der hohen Geschwindigkeit, weil wir keine Einheit hatten. Also, das war unser Problem. Und, hast du es verstanden? Ja. Gut erklärt. Oh, dankeschön. Und du bist zufällig neu, ne? Mhm. Ach ja, dann passt das hier. Jetzt haben wir das Teil ausgetauscht und siehe da, wir haben wieder volle Leistung. Was heißt volle Leistung? Also die 136 PS. Die er halt hat, ne? Ja. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Also er hat kein Stottern mehr, er zieht, alles super. Genau so, wie es sein muss. Und davor hatten wir das Problem halt gehabt. Okay, aber das Problem jetzt hier bei uns, es liegt jetzt daran, dass wir hier so viel Späne haben oder so, dass es einfach nicht mehr... Guck mal, es rattert auch, das darf nicht sein. Wir hatten auch Geräusche gehabt. Ich habe dir doch gesagt, dass wir Geräusche haben. Ich weiß, das ist auch so ein, so ein Schleifgeräusch. Ja, das war... Dieses Schleifgeräusch ist bei uns komplett weg. Ja. Das halt, also, wir hatten, also differenziell haben wir ja auch leichte Geräusche, aber dieses... Extreme Schleifen haben wir nicht mehr. Aber das da drunter, wo die Kupplung ist, da sehen wir nicht hin, oder? Das können wir nicht angucken. Nee, da müsstest du... Das wäre jetzt auch noch interessant, weil... Ja, da müsstest du nur das... Was ist jetzt da unten, was nicht stimmt? Das müsstest du dann komplett... Nee, das ist die Kupplung, Da wird 100 Pro eine Kupplung, die verschließen... Das Lager hier kann auch einen Weg haben, vielleicht? Kann auch Weg haben. Hier haben wir den, könnten wir sogar noch rausholen. Können wir den rausholen? Ja, können wir sogar noch rausholen. Da sind ein Lager drin. Ja, brauchst was Spitzes. Nee, der hängt trotzdem fest wahrscheinlich. Ja, das ist ein Radlager. Also ein Lager ist das. Der kommt nicht mehr raus. Nee. Kommt nicht raus.
Ja gut, ich meine, als Einheit, wie du gesagt hast, hat das einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Mann, ich habe schon graue Haare. Was ist das? Ja. Was ist das? Hey! Was ist das? Ja. Kennst du das so? Du bist ja. Das war ich immer bei meiner Mama so, weißt du? Mama ja. Immer so. Echt jetzt? So, nein, Mama, geht doch bei uns. So, was ist das? Ich würde mich freuen, wenn ihr liked, damit die Kosten nicht mehr so wehtun. Ja, das könnte auch ein Kochtopf sein. Heute kochen wir euch einen kaputten Wandler. Oh, riecht verbrannt. Super. Ey, weißt du, was jetzt interessant wird? Wir müssen jetzt einmal TÜV-Vorbereitung machen und dann zum TÜV. Ja. Danach noch Phoebe. Dann müssen wir noch Auto mit dir. Autos geklebt werden. Ach, frag mich. So viele Sachen noch. Und kauft euch kein Taxi. Mit sehr viel Kilometer. Das kann ich euch noch als Tipp geben. Ihr kauft sich schon so ein Taxi, Alter, ganz ehrlich. Bis dann noch drei. Ciao.